Ja, hallo, willkommen zu diesem etwas anderen Video auf meinem Kanal. Es geht um das Informatikstudium allgemein. Das möchte ich euch gerne ein bisschen näher bringen, in Form von einer kurzen Präsentation, die ich hier halte, da ich manchmal denke, dass einige Menschen gar nicht so genau wissen, was heißt es, Informatik zu studieren und was heißt es vielleicht auch allgemein zu studieren. Ich finde das vielleicht ganz wichtig, da mal einen Eindruck zu geben, und da möchte ich gleich mit so einer kleinen Einleitung beginnen. Als erstes erstmal kurz über mich, so ein bisschen allgemeine Sachen, damit ihr wisst, dass das, was ich sage, nicht unbedingt meine eigenen Ideen sind, sondern, das heißt eigene Ideen, sondern das basiert halt alles auf meinen Erfahrungen. Ich studiere selber Informatik, jetzt im zweiten Mastersemester an der TU Braunschweig, bin 24 Jahre alt und habe meinen Schwerpunkt auf die Computergrafik gesetzt. Also Bildverarbeitung, bisschen mit Robotik mit drinne, Bilderzeugung, OpenGL etc. pp. Und eigentlich meine Erfahrung möchte ich euch jetzt ein bisschen nahe bringen. Dazu erstmal einen kurzen Abriss über das Geschichtliche, sprich, wo kommt Informatik her und eigentlich, was ist Informatik überhaupt? Fangen wir einfach mal mit dem Geschichtlichen an. Es ist entstanden aus der Mathematik. Zum Beispiel, um einige Leute zu nennen, die dazu kommen, um diesen jüngeren Bruder der Mathematik, also die Informatik, so geprägt haben. Das wäre zum Beispiel Leibniz, der die Binärzahlen hatte. Und das ist quasi, die PCs arbeiten ja nur mit Einsen und Nullen, also Strom an und Strom aus. Dann wäre dann noch Alan Turing zu nennen, der die Turing-Maschine entwickelt hat. Quasi ein rein mathematisches Maschinenmodell, mit dem man arbeiten kann. Wird auch viel an der Uni noch gelehrt und man kann damit natürlich auch noch viel machen. Ja, dann als nächstes würde ich sagen, nennen wir mal den Konrad Zuse, der mit dem Zuse 23 den ersten Programmierern Digitalrechner erschaffen hat. Quasi so die Grundidee von dem, was wir heutzutage benutzen. Und natürlich auch sehr wichtig aus dem Bereich der theoretischen Informatik, Noam Chomsky, der die formale Definition von Sprachen. Also was genau das heißt, denn natürlich, wenn ihr studieren solltet. Aber man kann natürlich, wie definiert man Sprachen? Sprich, die Grammatik aufgefasst, nicht so wie wir sie kennen mit Subjekt, Verb, Objekt und so, kann man andere halt informationstechnische Sachen für die Grammatik. Die Syntax steht natürlich auch wichtig, die Reihenfolge der Wörter sowie die Vokabeln, was eigentlich Wörter sind. Und er hat natürlich auch eine Hierarchie, die sogenannte Chomsky-Hierarchie, geschafft. Die seht ihr hier auf der Grafik. Der ist eine Hierarchie der Sprachen, rekursiv aufzählbar, kontextsensitiv, kontextfrei und reguläre Sprachen. Das sind so verschiedene Sprachkategorien und Sprachtypen, die da so mit reinziehen. Und das ist einfach mal so ein kurzer Abriss eigentlich so über die Geschichte, wie sich das entwickelt. Und eigentlich, naja, weniger die Geschichte, sondern mehr so wichtige Personen, die eigentlich die Informatik in verschiedenen Bereichen geprägt haben und die auch immer noch sehr stark immer noch erwähnt werden. Klar, da gibt es noch andere, Linus Torvald, der Erfinder von Linux und Unix-Systemen sozusagen, der das alles so ein bisschen geschaffen hat. Der ist natürlich auch extrem wichtig. Man kann die wichtigen Personen hier gar nicht alle aufzählen. Ich wollte nur mal so ein, zwei nennen, damit man so einen Eindruck gewinnt, worum es auch im Studium nebenbei noch geht. Zur Frage, was ist Informatik? Das ist eigentlich ja die automatisierte Verarbeitung von Informationen. Man bekommt irgendwo was rein. Und man bekommt dann irgendwo eine verarbeitete Version davon wieder raus. Mag es sein, dass man zum Beispiel alle Großbuchstaben in Kleinbuchstaben austauscht. Das wäre immer so was recht einfaches Beispiel, aber darauf basiert es halt einfach. Oder man bekommt die Geodaten rein, wenn ihr euch ein Navigationssystem vorstellt. Man kann die Informatik ganz grob unterteilen in halt in drei Bereiche. Das ist die theoretische Informatik. Das beinhaltet also die theoretischen Konzepte, wie zum Beispiel die eben erwähnte Turing-Maschine, diese Sprachkonzepte von Noam Chomsky. Dann gibt es praktische Informatik, das ist dann wahrscheinlich der Teil, der die meisten interessiert. Das ist nämlich, dass ich sitze davor und hack wirklich was ein. Und die technische Informatik, die dazu gehört natürlich dann zum Beispiel Schaltkreise zu entwickeln und oder Schaltgatter. Der Bereich, vielleicht auch mal ein bisschen mit normalen Schaltkreisen, Widerstandsnetzwerken. Das gehört natürlich auch alles mit dazu, weil so ein PC basiert da drauf. Und jeder Informatiker sollte schon mal so einen ganz groben, oberflächlichen Blick darauf haben. Natürlich ist es nicht der Hauptaspekt. Wer das natürlich machen will, sollte nicht Informatik studieren, sondern Elektrotechnik oder ähnliches. Gut, und dann haben wir natürlich auch die interdisziplinären Verwandten davon. Das wären zum Beispiel die Wirtschaftsinformatiker, das wäre dann die Kombination aus Informatik und Wirtschaft oder Medieninformatiker. Da gibt es noch viel mehr davon, die halt alle dann mit Informatik zu tun haben, auch den Namen darin tragen. Nicht in die Tiefe reingehen wie als eigentlich Informatikstudium, die quasi den Misch aus so zwei halben Studiengängen zu einem Ganzen verbinden.
Ja, was bedeutet es eigentlich zu studieren? Das ist ja nun doch eigentlich eine sehr interessante Frage. Weil, was heißt eigentlich ein Studium? Was ist ein Studium überhaupt? Da möchte ich jetzt einfach mal auch noch auf das Vorwissen, dann grob den Aufbau und was es wirklich bedeutet, ein Studium, so aus meiner persönlichen Erfahrung heraus. Also, Vorwissen, ich kann euch beruhigen, ihr braucht eigentlich kein Vorwissen haben, bis auf halt, dass ihr Spaß daran habt, wirklich an Problemen rumzuknobeln und keine Angst vor der Mathematik zu haben. Die Inhalte, die man braucht, wären alle während des Studiums erklärt und erläutert, eingeführt. Man muss natürlich so ein grundlegendes mathematisches Verständnis haben, da vieles im Studium auch auf Mathematik basiert. Ja, eigentlich ist Informatik ja viel Mathematik, also ich soll mal vorweg schon mal nehmen, man sitzt nicht den ganzen Tag vorm Rechner und hackt wie ein Bekloppter drauf rum, sondern man sitzt vorm Zettel und Stift, eine Aufgabe und versucht das irgendwie theoretisch zu lösen und zu beweisen, halt viele Beweise. Also sagt, ihr braucht jetzt nicht vorher schon programmieren können, ihr braucht vorher nicht alles Wissen über Informatik oder viel Wissen haben. Ihr könnt ja total unbefangen und einfach euch reinsetzen in die Vorlesung, dann das wird alles erklärt und das läuft dann schon. Jetzt bei mir im Studiengang sind auch viele, die das genauso gemacht haben und die kommen auch durch problemlos. Das ist also nicht so schlimm. Klar, programmieren können an einigen Stellen schon mal ein Verständnis haben, hilft, macht viele Sachen einfacher, aber es ist nicht notwendig. Ja, der Aufbau des Studiums ist eigentlich jetzt neu aufgeteilt in Bachelor-Master-Studiengang. Wir haben den Bachelor mit 6 Semestern, bestehend aus 180 Creditpunkten und den Master aus 4 Semestern zu 120 Creditpunkten insgesamt. Klar, es gibt immer leichte Unterschiede von Uni zu Uni, was denn den groben Aufbau des Studiums angeht. Ich erzähle jetzt natürlich aus meiner Sicht heraus. Und ich möchte vorher nochmal kurz erklären, was ein Creditpunkt ist. Ein Creditpunkt misst eigentlich sozusagen den Aufwand einer Vorlesung. Ein Creditpunkt entspricht 30 Stunden im Semester. Sprich, wenn ihr eine Vorlesung macht mit 6 Creditpunkten, dann könnt ihr mal sagen 30 mal 6. Und dann wisst ihr ungefähr, wie viele Stunden im Semester Aufwand ihr dafür aufbringen müsst, um diese Punkte zu erreichen. Zu dem Aufwand grob geschätzt 10 Hausaufgaben mit rein, Präsenzzeit in der Vorlesung, Nachbereitung weniger, aber auch auf jeden Fall so ein bisschen durchschnittliche Klausurvorbereitungszeit. Jede Vorlesung bringt natürlich unterschiedlich viele Creditpunkte. Das liegt auch daran natürlich, welchen Umfang diese Vorlesung hat, wie schon gesagt, damit gewichtet das ein bisschen. Und die Vorlesung geht nachher mit der Note. Also ihr schreibt am Ende eine Klausur, da packt eine Prüfung ab, legt eine Prüfung ab und die geht mit dem Gewichtung der Creditpunkte in eure Endnote ein. Sprich, eine Vorlesung, die Beispiel, ihr besteht eine Vorlesung mit 1,0, weil die 3 Creditpunkte bringt und eine andere mit 4,0, die 6 Creditpunkte bringt, dann müsst ihr die beiden zusammen mitteln, dann kommt ihr halt auf eine andere Note. Ihr kommt nicht auf das wie in der Schule so 1 zu 1 zusammengezählt, dass ihr dann auf eine 2 kommen oder 2,5 kommen würdet oder 3 oder sowas, sondern ihr würdet halt definitiv näher an die 4 ranrutschen, da das Prinzip halt ist, wirklich die Note mal Credits durch Anzahl der Gesamtcredits. So habt ihr dann eine Gewichtung drin. Und hier habe ich nochmal aufgeschrieben, dass ihr im Semester ungefähr 30 Creditpunkte machen müsst, solltet, um halt vernünftig in der Regelstudienzeit durchzukommen. Und das entspricht dann 900 Stunden pro Semester Arbeitsaufwand, die ihr aufzubringen habt für das Studium. Im theoretischen Sinne. Einige brauchen mehr, andere brauchen weniger. Ja, kommen wir mal direkt, was bedeutet ein Studium eigentlich? Ein Studium ist eigentlich eine wissenschaftliche Aufbearbeitung der Themen. Sprich, es wird wenig praktisch gemacht, es wird viel theoretisch erklärt. Es gibt viele Beweise in verschiedensten Formen über also eine These und müsst sagen, stimmt das immer? Und dann müsst ihr nur ein Gegenbeispiel finden. Es gibt den Beweis per Induktion, denn Beweis hier zum Beispiel, jetzt ganz schönes Beispiel, dass 1 plus 1 2 ist. Das ist ein einfacher Beweis, der geht auch recht schnell. Und den Beweis, dass die Addition abgeschlossen ist auf die natürlichen Zahlen, sprich, dass wenn ihr immer plus 1 rauf addiert, dass ihr alle natürlichen Zahlen erreicht, der geht dann über Induktion. Also, wie genau diese Beweise funktionieren, das lernt ihr dann im Studium natürlich. Am Anfang sicherlich ungewohnt und neu. Aber prinzipiell sage ich mal, da sollte dann auch irgendwann nach dem ersten, dritten, vierten Mal in das Denken dafür aufgewacht sein. Mathematische Grundlagen sind sehr wichtig, die werden natürlich alle beigebracht und solche Beweise wie eben diese Abgeschlossenheit der natürlichen Zahlen bei der Addition, das ist alles Mathematik und man muss natürlich dann auch das auffassen und es ist leider auch weniger dieses typische Hacken, so ich setze mich an den Rechner und fange an, los zu programmieren, das ist nicht so viel, wie man das sich vorstellt. Das ist Informatik eigentlich nicht. Es ist auch dabei in Form von Projekten oder von Hausaufgaben, wo man mal programmieren darf, muss, soll. Aber wie gesagt, das eigentliche Informatikstudium basiert eher auf theoretischen Aspekten als auf praktischen Aspekten.
Details sind verdammt wichtig. Das wird man in der Uni schnell merken, wenn man ein universitäres Studium macht. Die werden manchmal extrem breit getreten. Sprich, ein kleinstes Detail kann über 2 Wochen lang in den Vorlesungen behandelt werden, wo man sich einiges mal denkt, und wofür brauche ich das später in der Wirtschaft? Das ist einfach so, dass der wissenschaftliche Aspekt im Vordergrund steht. Und wenn man sich irgendwelche heutigen Paper anguckt, die aus der Wissenschaft kommen, also Paper sind so wissenschaftliche Arbeiten, die publiziert werden und auf Konferenzen eingereicht werden, dann ist bei vielen Papern eigentlich mehr so ein, ja, wie soll man das jetzt sagen, das eigentliche, Anführungszeichen, Pimpen und Beschleunigen von Algorithmen und Prozessen basiert meistens jetzt mittlerweile auf Kleinigkeiten, an kleinen Stellschrauben, wo man dreht. Und es gibt außer in einigen Bereichen jetzt noch selten so die Nonplusultra neuen Paper, die dann ein ganz neues Konzept einführen, die super schnell sind. Das gibt es durchaus immer noch und da ist auch sehr viel Potenzial noch in der Informatik vorhanden. Nur halt viele Paper kommen raus und drehen an kleinen Stellschrauben. Und die kleinen Stellschrauben und die Details zu verstehen, ist verdammt wichtig heutzutage. Gerade in der Informatik, weil wer programmiert schon mal, der weiß, dass ein Plus und ein Minus vertauschen die Ausgabe des gesamten Algorithmus verändern. Und das ist in der Mathematik ja auch so, dass die Kleinigkeiten einfach auch wichtig sind. Und das wird in der Uni halt auch sehr stark mit geprägt. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich, wie eben schon erwähnt, auch die praktischen Arbeiten, da komme ich gleich nochmal drauf. Ich muss euch leider enttäuschen, wer dachte, mit dem Studium ist Hausaufgaben vorbei, das ist leider nicht so. Eine Vorlesung besteht meistens aus einer Hausaufgabenprüfung und halt der Präsenz in der Vorlesung. Und nur wenn man die Hausaufgaben macht, also die Studienleistung bringt plus die Prüfung als Studienabschlussleistung, hat man das Modul bestanden und bekommt die Credits angerechnet. Was ein sehr positiver Effekt ist, ist natürlich am Zahn der Zeit echt ausgerichtet. Also die Grundlagen werden vermittelt und dann bekommt man natürlich auch den aktuellen Forschungsstand, gerade in einigen Vorlesungen, wenn man sich spezialisiert in bestimmte Bereiche. Da wären zum Beispiel Seminare, wo man wirklich Paper vom SIGGRAPH zum Beispiel aufarbeiten muss oder von anderen Konferenzen, wo man dann wirklich ein aktuelles Paper, was gerade dieses Jahr erschienen ist, bekommt. Und dann heißt es, okay, arbeite das Paper auf, verstehe den Inhalt und präsentiere das mit Studenten. Und dann kriegt man natürlich auch von den anderen Studenten das Wissen vermittelt, sodass man auch wirklich merkt, wo ist der Stand der Technik. Und man hat auch die Möglichkeit, mal irgendwo vielleicht reinzukommen, in Institute da zu helfen und dann an der Forschung damit zu arbeiten. Also man ist nicht so, dass man sagt wie in der Schule, man kriegt die absoluten Grundlagen vermittelt, also man weiß nicht, wozu brauche ich das jetzt eigentlich, sondern man sieht sehr schnell, was man mit den Grundlagen auch im Bereich der Forschung anfangen kann. Studium hat leider natürlich, wie ihr eben schon gesehen habt, mit den Creditpunkten sehr hoher Arbeitsaufwand, also diese typischen Klischees des langschlafenden Studenten, der dann irgendwann nachts arbeitet, in die Vorlesung geht und nichts macht und nur Party macht, ist weitestgehend falsch. Es gibt sie sicherlich auch, nur da ist die Frage, wie die Menschen in dem Leben durchkommen durch das Studium. Ihr habt immer viele Hausaufgaben, wie ich schon eben erwähnt habe, mit den Beweisen zusammen, ihr habt Programmierhausaufgaben und man lernt diese Denkweise halt nur durchs Machen. Und das heißt, man muss sich da auch wirklich abends ransetzen und nachmittags oder das Wochenende mal verbringen und da wirklich irgendwo was machen. Und ich kann euch sagen, es ist ein Fulltime-Job, aber er macht verdammt viel Spaß aus meiner Erfahrung heraus. Und wenn ihr euch vernünftig anstellt, auch in den Klausuren, dann habt ihr eventuell die Chance auf einen Hiwi-Job, also als studentische Hilfskraft an einem Institut. Ihr kriegt dann jemanden, der gerade seine Doktorarbeit schreibt, der stellt sich dann an die Seite und für den solltet ihr dann kleine Aufgaben im Rahmen seiner Dissertation machen. Das sind meistens dann richtig aktiv Programmieraufgaben, also weniger theoretisch, denn da geht es dann wirklich ums Programmieren und um die Implementation von seinen theoretischen Konzepten. Und wenn das wirklich echt cool läuft, jetzt mal unter der Hand gesagt, so, dann hat man eventuell auch die Chance, dass sein Name schon mal auf dem Paper mit auftaucht. Nicht gleich als eine der wichtigsten Personen, aber er steht halt schon mal mit drauf, wenn man Glück hat. Und dann aus so einer Dissertation dann mal so ein Paper entsteht. Und natürlich, man kann nebenbei natürlich auch Geld verdienen. Universitäten zahlen eigentlich im Durchschnitt gar nicht schlecht im Vergleich zu zum Beispiel, wenn man geht Kellnern. Ja, das ist jetzt eigentlich erstmal so der Teil gewesen zum groben Aufbau des Studiums, was läuft da ab? Jetzt möchte ich gerne noch mal ein bisschen auf Inhalte eingehen, die ich da irgendwie mal mir so mal rausgeschrieben habe, hier auf meinen Zetteln vor mir, um da mal irgendwie euch mal ein bisschen Inhalte auch näher zu bringen. Was kommt da eigentlich im Genauen auf euch zu? Darum erstmal so ein bisschen die Einteilung Mathematik. Ihr merkt, das ist wichtig. Und dann erstmal auf die Informatik. Fangen wir mit der Mathematik an. Wir nehmen die Numerik. Das ist quasi die Lehre, numerische Fehleranalysen in Algorithmen, Ungenauigkeiten durch Rundungen, Float-Werte. Sprich, Float ist ja auch nur bedingt genau. Man könnte ja zum Beispiel Double nehmen, das wäre wieder genauer. Aber selbst das ist ja nicht unendlich genau. Zum Beispiel
einfaches Beispiel ist, wo ist zum Beispiel Pi beendet? Ich kann Pi nicht unendlich genau im PC speichern. Irgendwo habe ich eine Runde und einen Schnitt bei Pi drin, ne? Und eine Rundung. Und das kann Fehler verursachen. Im Allgemeinen, wenn ihr einen einfachen Taschenrechner programmiert, werdet ihr das niemals merken. Aber das Problem ist einfach, wenn ihr zum Beispiel sehr verdammt genaue Daten macht oder da recht viel mit Pi rumrechnet, dann kann man an Nachkommastellen echt Störungen reinkriegen. Oder auch Störungen bei Messdaten. Das sind dann Fehlanalysen. Ihr bekommt einen Messdaten rein und müsst da irgendwelche Filter rüberjagen, damit ihr da halt denn die Daten wieder filtern könnt und vernünftige Analysen drüber machen könnt. Das ist halt auch alles Mathematik pur. Genauso Optimierung. Wie beseitige ich diese entstandenen Fehler oder kann ich die Fehlergrößen einschätzen, um sie möglichst gering zu halten oder gar zu beseitigen und mit diesen Fehlern einfach mit selber zu rechnen. Dann haben wir noch die lineare Algebra als wichtigen Thema. Es geht halt um Vektorräume. Sprich nicht nur 2D und 3D, sondern halt auch n-dimensionale Rechnungen, Gleichungssysteme mit verschiedenen Verfahren, die ihr lösen könnt. Das wäre dann zum Beispiel als Beispiel Gauss-Jordan. Gauss-Jordan kennt ihr sicherlich vielleicht schon aus dem Abitur. Aber da gibt es halt noch einige andere Kniffe und Tricks, wie man damit umgehen kann. Dreiecksmatrizen zum Beispiel, auch Invertieren von Matrizen, Hesse-Normalform fällt damit rein. Das sind jetzt alles irgendwelche Begriffe, die sich sicherlich erstmal hochtrabend anhören. Es ist wie gesagt alles machbar, die werden auch alle vernünftig aufgebaut, die Sachen. Also es ist nicht gesagt, hier habt ihr irgendwie eine Formel, macht daraus Hesse-Normalform. Das macht kein Professor, das ist Schwachsinn. Dann würden die Studenten natürlich auch auf die Barrikaden gehen. Aber prinzipiell ist das genau so die Inhalte so ein bisschen. Also das ist nicht genau, das entscheidet sich natürlich auch von Uni zu Uni, aber das ist so grob, wie es bei uns war. Dann haben wir noch die diskrete Mathematik. Da geht es dann zum Beispiel um die Zahlentheorie, wie ich zum Beispiel vorhin schon erwähnt habe, dass die Addition abgeschlossen ist auf die natürlichen Zahlen. Dann geht es um die Graphentheorie, Spieltheorie zum Beispiel. Und ja, das ist wirklich so Casino-Spieltheorie, Würfeltheorien, wie oft muss ich würfeln im Durchschnitt, um einen bestimmten Erwartungswert zu erhalten. Wir haben die Kombinatorik mit Binomialkoeffizienten und Wahrscheinlichkeiten. Also das ist halt so die Mathematik, die man als Informatiker braucht. Das ist natürlich im Studium alles auf Informatik ausgelegt. Also ihr werdet da sicherlich nicht unbedingt jetzt irgendwelche Sachen machen, die man als Biologe braucht oder als Psychologe. Okay, die brauchen wahrscheinlich eher weniger Mathematik. Aber wie gesagt, das ist alles immer so, dass es alles auf dem PC ausgelegt ist. Also ihr werdet da wenig Inhalte finden, wo man nicht sagen kann, okay, so ist es mit dem PC. Und bei uns ist halt einfach so, dass auch viele Professoren immer schon die Beispiele bringen und selber sagen, ja, im Computer, wenn ihr programmiert, dann ist das so und so. Oder wenn ihr das macht, dann müsst ihr darauf beachten. Und zum Beispiel auch die Ungenauigkeiten, wenn die berechnet werden. Das heißt immer, Float-Werte sind so und so genau, ihr habt so und so viel Nachkommastellen und das passiert, wenn ihr das und das macht. Und da ist es eigentlich immer so, dass man den Zusammenhang zur Informatik halt immer herstellt und das ist eigentlich recht angenehm. Kommen wir direkt mal nach der Mathematik zum Themenbereich der Informatik, der ja sicherlich viel mehr Leute mehr interessieren wird. Und da geht es natürlich gleich los mit dem ersten Programmieren. Man bekommt Grundlagen vermittelt, meistens in Java oder C++. Ja, das sind dann so objektorientierte Programmierung, Datenstrukturen, wie implementiere ich die? Zum Beispiel bei Java die Collections, wie kriegt man die rein? Oder auch so Themenbereiche wie Rekursion, was ist das? Und da kriegt man halt auch wirklich Programmieraufgaben. Da muss man dann wirklich mal ein kleines Problem mit Rekursion lösen. Meistens nichts Weltbewegendes und wer programmieren kann und diese Aspekte kennt, für den sollte es eigentlich nur eine Fingerübung sein. Andere, die vorher noch nie programmiert haben, brauchen natürlich da deutlich mehr Zeit. Und da unterscheidet sich dann auch diese 900 Stunden als Richtlinie für ein Semester an Arbeitsaufwand. Algorithmen und Datenstrukturen. Ich habe hier mal eine Datenstruktur aufgebaut, den vollständigen Binärbaum. Aber auf sowas geht es halt. Was sind Datenstrukturen? Wie kann ich zum Beispiel in so einem Baum suchen? Wie kann ich das effizient machen? Es wird alles rein theoretisch aufarbeitet. Ihr werdet in so einer Vorlesung, bei uns zumindest an der Universität, nicht programmieren. Ihr bekommt Beweise, dass man mit Depth First Search, also Tiefensuche, auch wirklich alles erreicht und in welcher Laufzeit. Im Worst-Case, Average-Case-Szenarien, lineare Listen zum Beispiel, wie kann ich durch lineare Listen am schnellsten suchen, verschiedene Typen von linearen Listen. Wie gesagt, Baumstrukturen, da habe ich hier den ausgeglichenen Baum, es gibt noch AVL-Bäume, Rot-Schwarz-Bäume, KD-Trees, Oct-Trees, da gibt es ganz viele und das wird sowas wird halt erklärt. Und man muss an diesem Vorlesung natürlich auch viel beweisen, um das, was sich darum dreht, um diese ganzen Datenstrukturen. Man lernt bekannte Algorithmen wie DFS für Depth First Search, TSP, Traveling Salesman Problem oder den Dijkstra kennen, um durch einen Graphen einen Weg zu finden und beweist mit diesen Algorithmen halt, dass sie funktionieren. Also das ist so eine wirklich absolute Grundlagenvorlesung.
Wir haben auch noch eine Grundlagenvorlesung, zum Beispiel Computernetze. Die grobe Frage ist, was sind Computernetze? Das wird dann das ISO-OSI-Schichtenmodell erklärt, also Ende-zu-Ende-Kommunikation. Es geht hauptsächlich über die Protokolle hinter den Netzwerken. Also ihr werdet euch nicht hinsetzen und so ein Netzwerk mal selber aufbauen, sondern es geht zum Beispiel über IP-Vergabe, wie funktioniert DNS, DHCP, Routing-Protokolle im Internet, Übertragungszeiten berechnen, Verzögerungszeiten berechnen, Border-Gateway-Protokolle, all so ein Kram, also wirklich die grob gesagt, wie funktioniert unser Internet und was ist da der Sinn dahinter? Das gleiche auch für Betriebssysteme. Grundlagen von Betriebssystemen. Hier werden meist Unix-Systeme natürlich genommen, Windows wird vernachlässigt, weil Windows halt nicht so offen ist und schlecht zu erklären ist, und bei Linux sieht man die Sachen halt, wenn man es selber probieren will, auch besser. Da geht es dann um Process Scheduling, also ihr habt 5 Anwendungen offen und ihr habt nur eine CPU. Wie muss diese CPU diese Anwendung behandeln, damit das möglichst gut funktioniert und keine Benachteiligung entsteht? Das gleiche für Speicherverwaltung. Da hätte man zum Beispiel, wie wird mein Speicher abgelegt? Ihr habt Dateisysteme wie NTFS, FAT32 oder das Linux-System X4. Da werden natürlich verschiedene Art und Weisen die Daten abgelegt und wie finde ich die darauf wieder? Und es geht natürlich auch um sicherheitsrelevante Aspekte in Betriebssystemen, so ein bisschen Verschlüsselung ist da vielleicht mal mit drinne. Und so eine Teile. Dann habt ihr noch eine Grundlagenvorlesung von Datenbanken, die jetzt vielleicht sich erstmal, wow, Datenbanken, super praktisch, weil es muss ich ja programmieren, muss ich euch auch leider enttäuschen. Es geht erstmal über eine mathematische Erfassung von Datenbanken, sprich Mengenlehre. Eine Datenbank ist im Endeffekt ja nur Sets oder eine Menge und auf dieser Menge kann ich halt Abfragen starten, Projektionen machen, Selektionen, Joins, quasi das, was später am Ende der Vorlesung nach den Modellierungsschritten über die Normalform, Relationenmodell, Entity Relationship Model und dieses theoretische Aufbauen einer Datenbank wirklich mal in SQL probiert wird. Das ist allerdings auch immer, SQL lässt sich halt auch immer auf Mengenlehre zurückführen, dass man die Abbildung hat zwischen zwei Mengen über die SQL-Befehle. Und da geht es halt auch erstmal drauf ein. Es macht Spaß, wenn man halt wirklich die Sachen versteht und was da auch mathematisch hinter passiert, als wenn man sich wirklich nur dahinsetzt und sagt, hier hast du ein Problem, bau mal so eine Klasse runter und das soll nur funktionieren. Es geht halt wirklich darum, das auch sinnvoll und effizient zu gestalten. Ja, es gibt auch ein Fach, das heißt theoretische Informatik. Da geht es dann wirklich um die Grammatiken von Sprachen, um die Syntax, Vokabeln. Diese Vorlesung ist quasi genau wie Algorithmen und Datenstrukturen gespickt voller Beweise. Es gibt Beweise, 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 Beweise. Man lernt die Turing-Maschine kennen, man lernt andere Automaten kennen, Kellermaschinen, Kellerautomaten, vollständig deterministische Automaten etc. pp., mit denen man verschiedene Arten von Problemen lösen kann, wo die Turing-Maschine halt die universelle ist. Die Turing-Maschine kann sie halt alle lösen. Und einfach nochmal, um vielleicht so ein kleines Schockthema reinzubringen, was mir persönlich damals echt Probleme bereitet, das sogenannte Pumping-Lemma. Googelt da mal nach, wenn euch das interessiert. Das ist wirklich auch so ein theoretisches Konstrukt auf regulären Sprachen, glaube ich, war das. Ja, auf regulären Sprachen, mit dem man wirklich einiges an Gehirnschmalz reinstecken kann, um da mal irgendwie was machen. Es geht einfach darum, mit dem Pumping-Lemma Sprachen kaputt zu kriegen, die Regeln und Grammatiken, die man aufgestellt hat. Und da kann man halt auch einige Überlegungen reinstecken und einiges an Knobelarbeit leisten, um da irgendwie mal etwas rauszukriegen. So, das Ganze hat sich jetzt ja nun extrem theoretisch angehört, aber es gibt auch Lichtblicke, dass zum Beispiel das Softwareentwicklungspraktikum wird in einer Gruppe abgehalten, in der eine Software entwickelt werden muss. Wir hatten damals zum Beispiel eine Aufgabe, mit der Kinect ein Spiel zu entwickeln. Das war unsere gezielte Aufgabe, man sollte mit einem Vogel fliegen. Dazu gehört natürlich alles, was man so zur Softwareentwicklung braucht, so was man auch in der Wirtschaft später machen muss, wie Pflichtenheft, Lastenheft als Dokumentation zum Beispiel. Dann Grobentwurf, einen Feinentwurf packen, Prototyping. Und für das Ganze hat man halt in dieser Gruppe ein Semester Zeit. Und das hat halt weniger, also bei uns zumindest weniger wissenschaftlichen Anspruch. Mehr so dieses, wir müssen die Jungs mal wirklich von Rechner setzen und mal ein bisschen hacken lassen. Diese Gruppenarbeit mal kennen, Gruppendynamiken, Gruppenleiter bilden. Dass auch mal irgendwie jemand, wenn Probleme auftreten, wie argumentiert man, wie kriegt man sowas gelöst und auch diese ganzen Dokumentationsgeschichten, die man so mitkriegt, die man auch im Studium lernt, einfach mal irgendwie zu verpacken in eine Form, dass man damit arbeiten kann und dass die Leute auch mal die Erfahrung haben, das schon mal gemacht haben. Wenn man das ein bisschen mehr wissenschaftlich haben will, gibt es das Teamprojekt. Das ist genau wie das SEP eigentlich, nur dass man halt hier keine bis kaum Dokumentation brauchte bei uns.
Und ein deutlich größerer wissenschaftlicher Aspekt war, bei uns ging es einfach um Punktwolkengenerierung und Platzierung von Bildern aufgrund von intrinsischen und extrinsischen Parametern um diese Punktwolke herum und darum dann das Ganze ein bisschen in ein Spiel reingerappt, sodass man halt nicht zwangsläufig immer alles immer wieder theoretisch machen muss, sondern halt auch mal sagen kann, hey, wir wollen mal eine Idee haben, ein lustiges Spiel, vielleicht mal eine fancy Grafik reinbringen, einen lustigen Effekt. Zum Beispiel auch hier haben wir damals reines OpenGL benutzt, während wir im SCP dann halt Ogre 3D benutzt haben, um da dann Unterschiede reinzubringen und einfach mal da nochmal zu sagen, man nutzt mal eine Library, man nutzt mal hier ein bisschen was und dann geht es mal ein bisschen darum. Es gibt natürlich noch viel mehr Bereiche in der Informatik, wo man machen muss. Das waren jetzt alles so Pflichtvorlesungen, ein bisschen Grundlagensachen, die man machen muss. Euer eigenes Interesse soll natürlich auch gestärkt werden. Es gibt dann im Wahlpflichtbereich des Studiums halt verschiedene Richtungen, die man gehen kann, zum Beispiel Kommunikationsnetze, Computergrafik, Robotik, medizinische Informatik, Datenbanken, Betriebssysteme, technische Informatik und. Da kann man unglaublich viel machen an Universitäten, was seine eigenen Interessen eigentlich angeht. Ja, und da müsst ihr einfach gucken, dass ihr das dann macht. Also man muss dann bestimmte Anzahl von Creditpunkten aus dem Wahlpflichtbereich noch erbringen und da kann man sich dann halt selber die Sachen aufsuchen, um halt seine eigenen Interessen zu verfolgen. Während zum Beispiel, sag ich mal, im Master es nur noch Wahlpflicht gibt, da gibt es keine Pflichtvorlesung oder Pflichtveranstaltung, muss auf die Master- und Bachelorarbeit. Auf die ich jetzt hier aber gar nicht eingegangen bin, weil das einfach wirklich in den Rahmen sprengen würde. Aber ich sag mal, wenn ihr erstmal schon Einblick habt, was auf euch hinzukommt in so einem Studium, ist es ja schon mal wert. Und mal grob zusammengefasst, ey, lasst euch echt nicht davon abschrecken, dass es alles theoretisch ist. Wer Spaß hat an der Informatik hat, wird es schaffen. Also wer Spaß an diesen Knobeln hat und ist einfach mal Nerds, sie kommen immer vor und sind immer da und diese typischen Klischees sind auch nicht erfüllt. Also es ist ein sehr kommunikativer Studiengang eigentlich, anders als man erwartet, weil man wirklich viele Sachen alleine gar nicht schafft. Die Menge an Hausaufgaben und die Komplexität der Hausaufgaben wird wirklich am besten gelöst, wenn man in Gruppen arbeitet, kommuniziert, Ideen niederbringt, Ideen ein, man entwickelt Ideen weiter und man findet Lösungsstrategien für Probleme und versucht, die einfach wirklich aufzufassen und in Gruppen zu erarbeiten. Darum ist es wirklich kommunikativ und diese ganzen Klischees, alleine im Keller sitzen, grüner, hier schwarzer Hintergrund, grüne Mischung, Matrix-Style, da rumzuhacken, das ist nicht Fakt, das passiert nicht, da kommt wirklich seltenst und meiner Erfahrung nach, die das machen, sind entweder die absoluten Nerds und absoluten Genies oder sie kommen nicht durch am Ende. Und man hat auch mehr Spaß, wenn man in der Gruppe Hausaufgaben macht. Also, das ist so mein Eindruck und ja, wir arbeiten viel in Gruppen und ich denke mal, wir bereuen das alle nicht. Auch Klausurvorbereitungen, Gruppen nochmal durchsprechen, Probleme erörtern, das hilft ungemein und das alles, diese ganze theoretische Arbeiten rückt dann eigentlich auch in den Hintergrund, weil man macht nebenbei doch mal einen Witz, ist doch mal lustig am Lachen, da kommt immer mal was Blödes um die Ecke und man fummelt sich da rein und man kriegt halt auch diese Denkweisen denn dafür, für dieses Problem Lösungsansätze und wie gehe ich da dran und dann macht das alles, am Anfang fühlt man sich vielleicht wie so vom Mount Everest, aber ich sag mal nach dem ersten, zweiten Semester, weil man sich da durchgebissen hat, dann ist das alles ganz anders und dann macht das auch viel mehr Spaß und dann hat man auch die Denkweise drinne, dann geht man Probleme ganz anders an und auch im alltäglichen Leben kann ich bestätigen, setzt sich das denn durch, dass man solche Aspekte, die man halt immer angeht, selbst wenn man nur mal versucht von A nach B zu kommen in einer Stadt ohne Navi, dann sucht man anders oder wenn man sich dann überlegt, oh, ein Labyrinth, wie komme ich da am besten durch, da kennt man ja die Tricks und das versucht man auch mal vielleicht mal anzuwenden im echten Leben. Also keine Angst, so ein Studium ist echt eine feine Sache und lasst euch echt nicht abschrecken, dass es Informatik ist und dass es nicht permanentes Rumsitzen und Hacken ist. Ja, ich hoffe, ich konnte euch einfach mal so einen Eindruck dazu geben, was da auf euch zukommt. Ist natürlich immer noch so ein bisschen, jemand anders erzählt euch, wie es ist, aber ich habe einfach mal versucht, meinen Eindruck möglichst objektiv zu schildern und ich hoffe, euch hat das gefallen. Ihr seht hier noch ein paar Links, wo ihr mich sonst noch finden könnt, auf meiner Webseite, bei Facebook oder bei YouTube auf meinem Kanal, wo ihr das Video ja schon geguckt habt. Darum, wenn ihr Bock habt, abonnieren, Daumen hoch und wie man das alles so schön, dieses ganze Laberkrams macht, da bin ich kein Freund von, aber viel Spaß, denn erstmal drüber nachdenken und ich hoffe, ich konnte euch für das Informatikstudium motivieren und begeistern, wenn ihr es noch nicht studiert oder studieren tut, dann wünsche ich euch viel Spaß dabei und wir sehen uns im nächsten Video, was dann wieder ein Tutorial wird, versprochen. Ciao.